Uhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu einem weiteren Guild Wars 2 News Update zur Roadmap 2023. ArenaNet hat am Montag, den 13. Februar 2023, ein News Update verfasst, wie es in Zukunft weitergehen wird. Eigentlich ungewöhnlich, dass wir die News am Montag kriegen, allerdings stehen hier einige Sachen in den News, die wichtig sind für den kommenden Dienstag, also direkt einen Tag später, den 14.02. Und vermutlich ist das auch der Grund, warum die News jetzt so spontan vorher kamen. Es stehen wirklich sehr interessante Sachen drin, darum wollte ich auch jetzt hier ein Video dazu machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam die News durch und schauen uns das Wichtigste an, sodass ihr nicht komplett alles lesen müsst und dass ihr auch direkt erfahrt, was ist das, worauf man wirklich ein Augenmerk legen sollte. Am Anfang haben wir erstmal, dass Arnett im letzten Jahr viele Preise gewonnen hat. Das ist natürlich sehr schön als aktive Guild Wars Spieler. Freut uns das natürlich, wenn unser Lieblings-MMO Erfolg hat. Hier haben wir zum Beispiel bestes laufendes Spiel, Spielauswahl zum MMORPG des Jahres, bestes MMO-Studio, beste MMO-Erweiterung und bestes MMO-Geschäftsmodell. Und vor allem das ist interessant mit bestes MMO-Geschäftsmodell, denn es kann sein, dass Arnett mit dieser News, die sie jetzt heute verfasst haben, das Geschäftsmodell sogar tatsächlich ein kleines bisschen ändert, was jetzt natürlich dann ein bisschen paradox ist, wenn sie jetzt gerade erst den Award für bestes MMO-Geschäftsmodell bekommen haben. Aber ihr werdet sehen, was ich damit meine. Als nächstes erstmal ein bisschen Vorgeplänkel, wie es in den letzten Jahren um Guild Wars und ArenaNet stand. Dass es ein paar Probleme gab, dass die Ressourcen nicht richtig aufgeteilt worden sind, deswegen Inhaltsupdates nicht so schnell und konsistent kamen, wie sie eigentlich wollten, und manche Sachen sind in Hintertreffen geraten und so weiter. Aber sie wollen was dran ändern und einige neue Neuerungen bringen, Spielkomfortverbesserungen schreiben sie hier. Auch an Kernsystemen von Klassen Änderungen vornehmen, neue Elemente einführen und die Welt von Tyria überzeugender und immersiver gestalten. Und wie sie das machen, ist ganz interessant, denn das ist jetzt hier der nächste Abschnitt und den werden wir uns mal durchlesen. Also jetzt kommt es nämlich, jetzt geht es nämlich auch um Add-ons von diesem Spiel. Unsere künftigen Erweiterungen von Guild Wars 2 werden das Rückgrat dieses neuen Ansatzes sein. Jetzt steht hier erstmal künftigen Erweiterungen, also es ist von mehreren die Rede. Wir wissen ja, dass nach End of Dragons schon mal mindestens noch eine Erweiterung kommt. Jetzt ist hier schon die Rede von Erweiterung und dass sie das Rückgrat bilden werden. Und wenn etwas das Rückgrat ist, heißt es kann nicht alle 4-5 Jahre nur irgendwie sowas kommen, sondern öfter. Und genau das beschreiben sie jetzt hier auch als nächstes. Wir werden nun nicht mehr alle 2-4 Jahre eine Erweiterung veröffentlichen und zwischendurch eine Staffel der lebendigen Welt, sondern häufiger kleinere Erweiterungen und diese in vierteljährlichen Updates mit neuen Inhalten versorgen, sodass es immer nur ein paar Monate bis zum nächsten großen Release sind. Das ist natürlich interessant, dass sie jetzt öfter neue Add-ons rausbringen wollen, die allerdings kleiner sind. Und diese Add-ons werden dann sogar vierteljährlich mit Updates versorgt. Heißt natürlich nicht, dass vierteljährlich ein Add-on kommt, sondern dass vierteljährlich Updates kommen für diese kleineren Add-ons. Das ist natürlich interessant, wo wir uns einerseits natürlich darüber freuen können, dass wir dann wirklich in regelmäßigen Abständen wirklich gute Updates bekommen, vierteljährlich. Wir hatten ja im Laufe der Geschichte von Guild Wars zum Teil wirklich lange und große Durststrecken, was Content abgeht. Das wäre hiermit natürlich abgeschafft. Allerdings häufigere kleine Erweiterungen. Und das ist das, was ich meinte mit dem Änderung des Bezahlmodells. Denn Erweiterungen sind ja normalerweise kostenpflichtige Add-ons, also kostenpflichtige Inhalte, die wir kaufen müssen. Während die lebendige Welt ja mehr oder weniger kostenlos war, muss man Add-ons kaufen. Wenn sie nun häufiger kleinere Add-ons rausbringen, kann das bedeuten, das ist jetzt auch nur Spekulation von mir, aber es kann natürlich sein, dass wir dann öfter auch was bezahlen müssen. Vermutlich dann keine Vollpreisspiele, sondern eher vielleicht sowas im 10-20-Euro-Bereich, aber dafür halt öfter. Und wenn sie das wirklich machen, dann hätten sie ja eigentlich somit ihr Bezahlmodell geändert, wie es bisher war, wofür sie eigentlich am Anfang der News noch geschrieben haben, da haben sie den Award dafür bekommen. Also wie das dann letztendlich aussieht, müssen wir dann abwarten, aber es kann sein, dass das so kommen wird. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man dann vierteljährliche Updates bekommt. Und selbst wenn wir hin und wieder mal mit
weniger Geld kleinere Add-ons kaufen müssen, kommen wir wahrscheinlich trotzdem immer noch billiger weg als ein monatliches Bezahlmodell, wie es viele andere MMOs haben. Von daher male ich da jetzt erstmal keinen Teufel an die Wand und finde das jetzt auch prinzipiell erstmal nicht so schlimm, die News. Dann steht hier auch der erste Release in einem Erweiterungszyklus ist der Beginn eines neuen Handlungsbogens der Spielern zusammen mit zwei neuen Karten der offenen Welt. Also das kommt jetzt demnächst, zwei neue Karten der offenen Welt, zwei Angriffsmissionen, neue Spielerlebnisse und Kampfelemente, was auch immer das heißt, neue Beherrschung und neue Belohnungen präsentieren wird. Okay, und dann in den folgenden vierteljährlichen Updates fügen wir eine weitere Karte der offenen Welt hinzu, sowie zusätzliche Story-Kapitel, Herausforderungsmodi für die Angriffsmissionen. Ich denke mal, damit sind Herausforderungsmodi für die zwei neuen Angriffsmissionen, die hier angekündigt sind, gemeint. Und dann ein neues Fraktal-Verlies mit Herausforderungsmodus, auch schon mal gut, neues Fraktal, endlich mal wieder mit CM, neue Belohnungen und neue Elemente für die in der Erweiterung hinzukommenden Systeme. Okay, und dann, sobald die Story der Erweiterung abgeschlossen ist, steht die nächste Erweiterung schon in den Startlöchern. Bisher hat sich so angehört, als ob das nächste Add-on, das hatten sie ja kurz nach Release von End of Dragons, hatten sie ja bereits schon von einem Add-on gesprochen. Aber eigentlich hat man bisher gedacht, ja, das dauert jetzt aber trotzdem locker noch 4 Jahre oder irgendwie sowas. Und jetzt in dieser News hört sich das schon wieder so an, als ob das doch gar nicht so weit entfernt ist. Ich meine, gut, hier kommt erstmal noch so ein Erweiterungszyklus mit neuen Maps und sowas alles und dann noch folgende vierteljährliche Updates. Also es kann auch dann bedeuten, dass es jetzt noch 4, 5 von diesen vierteljährlichen Updates sind. Das heißt, 1, 2 Jahre sind es vielleicht sogar auch noch. Und dann kommt aber schon die nächste Erweiterung, zumindest wie ich das hier interpretieren würde. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der Roadmap nur für den Frühling, also direkt nähere Zukunft. Nämlich das nächste Kapitel von End of Dragons kommt direkt am 28. Februar. Ob die das jetzt wieder lebendige Welt nennen, müssen wir mal abwarten, weil sie haben ja jetzt hier gesagt, sie haben bisher vorher hier in diesen ganzen Absätzen nicht mehr von der lebendigen Welt geredet, sondern einfach von diesen vierteljährlichen Updates. Es kann natürlich sein, dass die jetzt einfach einen neuen Namen haben, weil hier steht, in einem Erweiterungszyklus. Also das ist jetzt vielleicht auch gar keine Living Story mehr, sondern einfach eins von diesen ersten vierteljährlichen Updates. Und da beginnt es schon direkt am 28. Februar. An der Seite bekannter Verbündeter, Detective Rama und sein Hut, blablabla, an neue Orte von Kanta, hört sich schon mal gut an, das heißt vermutlich eine neue Map. Gut, sie haben ja hier auch oben von zwei neuen Karten gesprochen, das wird das sein. Einen neuen tödlichen Gegner auf dem Jademeer, weit draußen auf dem Jademeer, also das wird zumindest mal mindestens eine neue Map sein. Die Geschichte wird ein paar Monate später abgeschlossen mit einem Update, das die Karte um zusätzliche spielbare Bereiche erweitert, Meta-Events und Bosskämpfe hinzufügt. Heißt jetzt für mich, dass nicht unbedingt dann, nachdem jetzt am 28. Februar eine neue Karte kommt, dass dann später nochmal eine neue Karte kommt, sondern dass die eher erweitert wird. Also vermutlich ähnlich wie damals Trockenkuppe, was ja ebenfalls eigentlich nur eine Map ist, aber über mehrere Monate mit verschiedenen Updates dann einfach immer größer und größer geworden ist. Und das hört sich hier jetzt auch wieder so an. Also vielleicht sowas wie Trockenkuppe, dann mit Meta-Event-Bosskämpfen und sowas und das Fundament für Abenteuer legt. Ob damit jetzt gemeint ist mit dem Fundament für Abenteuer einfach, dass coole neue Storys kommen und man viel entdecken kann, oder ob damit wirklich Abenteuer gemeint sind aus Heart of Thorns. Denn Heart of Thorns hat ja eigentlich ein Feature hinzugefügt, was Abenteuer heißt, die man so starten kann, wo man dann halt Bronze-, Silber- und Goldmedaillen und sowas gewinnen kann. Die Dinge heißen ja eigentlich Abenteuer. Ob das jetzt hier einfach nur schlecht dargestellt, vielleicht die falschen Ausdrücke dafür benutzt ist, ob damit wirklich die Abenteuer gemeint sind, kann man jetzt hier natürlich auch noch nicht sagen. Aber es wäre interessant, wenn jetzt wieder auf einmal Abenteuer kommen würden. Naja. Und dann hier im Gegensatz zu einem Release der lebendigen Welt erhalten alle Spieler, die Guild Wars 2 End of Dragons besitzen, Zugang zu diesen Inhalten. So gibt es keinen Druck, neue Inhalte freizuschalten. Es kostet auch keine Edelsteine, verpasste Story-Kapitel freizuschalten. Und jetzt steht hier im Gegensatz zu einem Release der lebendigen Welt. Das bedeutet ja eigentlich, dass diese Updates, die ab jetzt kommen, die Story von End of Dragons weiterführen, nicht mehr die lebendige Welt sind, sondern was Neues. Ob das jetzt dann, wie gesagt, einen neuen Namen kriegt oder nicht, müssen wir dann sehen. Es wird sowas sein, aber es heißt anscheinend nicht mehr lebendige Welt.
Außerdem ebenfalls in der ersten Jahreshälfte kriegen wir eine neue legendäre Waffenvariante, nämlich die Suvon-Varianten. Das war der einzige Drache, der jetzt noch fehlt als Variante für die Orin-Waffen. Gut, nicht unbedingt. Wir haben ja jetzt schon alle Altdrachen. Suvon würde noch fehlen. Was natürlich ebenfalls möglich wäre, dass eventuell Arnett später auch noch weitermacht und vielleicht auch noch leere Waffen, denn neben Suvon gibt es ja auch noch die leere und auch da könnte man natürlich theoretisch eine Variante von machen, aber prinzipiell sind wir mit Suvon erstmal eigentlich mit den Drachen dann durch und allen Varianten, die es da gibt. Außerdem zwei Klassenbalance-Updates. Das erste Klassenbalance-Update kommt direkt am 14.02. Also ich werde dieses Video vermutlich dann auch erst am 14.02. hochladen. Also ich sag mal heute, wenn ihr das Video jetzt dann auch an dem entsprechenden Tag guckt. Und das nächste wird dann am 2. Mai sein. Das lesen wir weiter unten auch noch. Dann ein neues Fraktalverlies mit Herausforderungsmodus, haben wir bereits schon gehört. Und mehrere Updates für Welt gegen Welt, darunter die Belohnungsänderung nächste Woche. Weiß man erstmal gar nicht, hä, wovon sprechen die jetzt? Aber sie haben tatsächlich am gleichen Abend, heute am 13., ein paar Stunden später, noch eine zweite News veröffentlicht, die wir uns jetzt auch gleich angucken. Und da ist von diesen Belohnungsänderungen die Rede. Dann Implementierung von DirectX 11 wird abgeschlossen. Chromium Embedded Framework, habe ich keine Ahnung von, aber bestimmt auch nicht schlecht, wenn man sowas hat. Und natürlich die üblichen Fest- und Bonus-Events, das heißt sowas wie Super Adventure Box Event, Mond, Neujahr, Halloween, Wintertag und so geht natürlich nebenbei ganz normal weiter. Außerdem arbeiten wir aktuell an einigen, jetzt auch nochmal interessant, an einigen Spielkomfort-Updates, die beispielsweise die seit langem gewünschte Warteschlange-Funktion für volle PvE-Karten beinhaltet. Endlich! Thank God! Im WVW gibt es sowas ja schon lange. Eine Warteschlangenfunktion für PvE war es immer total nervig, wenn man die ganze Zeit immer spammen musste, um auf eine Karte zu kommen. Und dieses implementierte Feature, was sie letzten Halloween hinzugefügt haben, das im LFG angezeigt wird, wenn die Karte von einem Commander voll ist, so richtig 100% perfekt, hat das auch nicht geklappt. Und man konnte sich eigentlich nie so richtig drauf verlassen. Und trotzdem waren oft Karten voll oder eben nicht voll und halt ganz anders, als es eigentlich angezeigt worden ist. Und vielleicht haben wir noch ein paar Überraschungen für euch in petto. Hört sich also prinzipiell alles eigentlich schon mal ziemlich cool an. Hier nochmal ein grober Überblick, also 14. Februar, heute, Klassenbalance-Update, WVW-Zielbelohnungsskalierung, gucken wir uns gleich an, und Upgrade Chromium Embedded Framework. Kann ja vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, was das ist. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. 28. Februar, dann neue Karte und Story-Inhalt für Guild Wars 2 End of Dragons und legendäre Suvon-Variante, sehr cool. 28. März, Super Adventure Festival, ist natürlich auch mal wieder Zeit, endlich. 18. April, DX11 Upgrade abgeschlossen und 2. Mai das nächste Klassenbalance Update, was ich gerade schon angesprochen habe. Also das sind so die nächsten Änderungen insgesamt in dieser News. Also viele wirklich interessante Sachen, wo man sich zum Teil natürlich jetzt auch erstmal den Kopf zerbrechen kann. Viel spekulieren kann, gerade das mit diesen häufigeren, kleineren Erweiterungen. Das ist wirklich sehr interessant. Das kann natürlich sein, dass das kacke wird, kann aber natürlich auch sein, dass das sehr cool wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, man kann jetzt noch nichts Definitives dazu sagen, aber prinzipiell hört sich das alles in den News eigentlich nicht schlecht an. Und wir können zumindest, so wie es sich anhört, davon ausgehen, dass es in Zukunft nicht mehr so lange Content-Dürren gibt oder geben wird, wie es bisher gab, sondern dass wir wirklich oft coole, viele Erweiterungen und sowas oder einfach Content-Updates und natürlich viel Quality of Life, das ist natürlich immer schön, sowas bekommen. Naja, gucken wir mal in die zweite News, die es hier ebenfalls noch gab, nämlich skalierende Belohnungen für Ziele im Welt gegen Welt. Das sind besondere Belohnungen, wenn es um Zielobjekte geht, das heißt Türme, Festen und Schlösser. Das heißt, das Ganze funktioniert nicht bei Wachen und nicht bei Lagern oder sonst irgendwelchen Doljak-Verteidigungs- und Schubs-Events oder so, sondern wirklich nur Türme, Festen und Schlösser. Und hier entweder bei Angriffen oder Verteidigung von diesen Dingern. Und je nachdem, wie viel man da mitmacht, kriegt man skalierende Belohnungen. Bisher war es ja so, wenn man auch nur irgendwie annähernd irgendwie bei so einem Event mitgemacht hat, hat man auch eine Goldbelohnung bekommen. Hier steht extra drin, dass das halt so nicht mehr geht. Und es sollen die Leute, die wirklich aktiv an sowas mitmachen, höher belohnt werden. Das heißt, es wird nicht mehr so sein, dass man standardmäßig immer automatisch Goldbelohnung bei einem Event bekommt, sondern vielleicht auch mal Bronze oder Silber. Aber man bekommt auch was bei fehlgeschlagenen Verteidigungen. Also hier steht erfolgreicher Angriff, erfolgreiche Verteidigung, fehlgeschlagene Verteidigung. Außerdem wollen wir auch fehlgeschlagene Angriffe auf diese Weise belohnen. Das heißt, egal ob man jetzt
ein Event erfolgreich macht oder auch fehlschlägt. Hauptsache, man hat viel aktiv mitgemacht. Darum geht's. Hier steht's. Es geht allein um die aktive Beteiligung. Hört sich auch erstmal nicht schlecht an, dass wenn man aktiv mitmacht, dass man auch bessere Belohnungen gibt. Was es dann geben wird, können wir gleich auch noch lesen. Allerdings sehe ich bei sowas immer kritisch, dass, weil gerade Supporter-Builds könnten da eventuell in die Röhre gucken. Also man muss immer gucken, wie das letztendlich oder was bedeutet denn eine aktive Teilnahme. Sie schreiben es später auch noch, dass es hier steht, muss ich mal kurz gucken, um Silber- und Goldbelohnung zu erhalten, ist jetzt aktive Teilnahme erforderlich, also zum Beispiel Siege überwachen und gegnerische Spieler und oder im Kreis stehen und den Eroberungsprozess vollenden. Bei sowas wie Siege überwachen und gegnerische Spieler, da hoffe ich mal, dass Arnett an die Supporter gedacht hat, denn ein Heiler wird natürlich jetzt, zumindest was Damage angeht, nicht so sehr aktiv bei Siege überwachen und gegnerische Spieler mitmachen. Ich hoffe, das Spiel beachtet dann auch herausgegebene Heilung oder entfernte Zustände oder gegebene Segen und sowas. Weil sonst gerade, wenn man Sachen an solche Sachen wie Siege über andere Spieler und sowas dranlegt und gated dahinter, sind natürlich DPS-Spieler, Damage-Dealer immer deutlich höher im Vorteil als Supporter. Und die dürfen natürlich bei sowas, wenn man sowas einfügt, natürlich nicht in die Röhre gucken. Klar, es gibt jetzt hier auch noch im Kreis stehen und Eroberungsprozess vollenden, das kann natürlich jeder machen. Wie das dann letztendlich umgesetzt wird, müssen wir dann gucken. Sie sagen auch noch selbst, dass sie das natürlich auch noch beobachten müssen, ob das jetzt auch alles dann richtig skaliert und ob das auch so funktioniert, wie sie sich das vorstellen und dass man da vielleicht noch ein bisschen was tweaken muss hier und da, das kann natürlich vorkommen. Aber gucken wir jetzt mal, was es denn eventuell dann auch für Belohnungen gibt. Denn hier steht, außerdem wird dieses System für die Zeit die aktive Teilnahme auf eine wesentlich bessere Belohnung bieten. Dazu gehören auch seltene Ausrüstungstaschen, WVW-Gefechtstickets und sogar Großmeister-Zeichenscherben. Das heißt, mit WVW-Gefechtsticket und diese Großmeister-Zeichenscherben sind sogar relativ gute Belohnungen dabei. Ob man jetzt einfach, nur weil man den Turm einnimmt, sofort WVW-Gefechtstickets bekommen, wage ich auch irgendwie zu bezweifeln. Das haben die bestimmt noch irgendwie anders in bestimmten Achievements oder so hinterlegt. Die wird man nicht einfach so kriegen, nur weil man bei Events aktiv mitmacht. Aber hört sich prinzipiell schon mal nicht schlecht an, dass man hier nochmal besondere Belohnungen, außer einfach nur ein bisschen XP und Karma, wie es normalerweise bei einem erfolgreichen Event ist, dass man hier nochmal ein bisschen was zusätzlich bekommt. Ja, sie erklären das Ganze hier dann noch, um halt die Spieler zu animieren, aktiver und sowas alles da mitzumachen. Aber sonst war es das größtenteils mit dieser News. Und wie gesagt, das kommt auch schon direkt am 14. Februar, also direkt heute. Da kam jetzt die News und es geht auch sofort damit los. Nochmal zusammengefasst, finde ich ganz gut, dass die es am Ende geschrieben haben. Das System der skalierenden Belohnungen für Ziele tritt am 14. Februar in Kraft. Das System ist bereits mit existierenden Events verknüpft und verwendet alle Teilnehmerregeln dieses Systems. Es geht dabei nur um Eroberung bzw. Verteidigung harter Ziele wie Türme, festen Schlösser. Die Voraussetzungen und verschiedene Ränge von Belohnungen zu verdienen haben sich geändert. Okay, ja, also sehr interessant, sowohl für die WVW-Spieler als auch generell, wie es jetzt in Zukunft dann mit Guild Wars weitergehen wird. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich auf die Zukunft von Guild Wars. Als wirklich großer GW2-Fanboy freue ich mich natürlich prinzipiell erstmal auf die ganzen Änderungen, wie die dann letztendlich umgesetzt werden. Müssen wir schauen, ob die uns gefallen oder nicht. Ich bin schon auf eure Kommentare gespannt, sag jetzt hier erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.